Servus, das hier ist eine Review über die SkyTeam Gorilla, die ich jetzt schon seit Januar besitze. Jetzt mittlerweile haben wir November und weil es Spätherbst ist, hat es mich in den Pfälzerwald verschlagen. Also jetzt habe ich auch mal die Offroad-Fähigkeiten von der SkyTeam Gorilla testen können. Ich habe es dieses Jahr auch in der Schweiz dabei gehabt. Und es gibt eigentlich vieles über die Maschine zu erzählen, aber es gibt nicht zu erzählen, dass die Maschine besonders unzuverlässig ist. Also ich habe mit der Maschine keine Probleme gehabt, bin aber bis jetzt auch nur 800 Kilometer mit der Maschine gefahren. Gefühlt habe ich sie viel öfters benutzt, aber meistens nur für Kurzstrecken, weil dafür bietet es sich halt an. Und sie bietet sich halt auch an, mal schnell mit in den Bus reinzuschieben. Ich fahre ja normalerweise einen T4. Dafür ist er Weltklasse, weil man hat das Motorrad immer dabei, weil es klein, kompakt ist. Und man kann ja auch noch den Lenker runterklappen. Das ist eine Weltklasse-Sache. Und deswegen ist das Packmaß sehr klein. Ich glaube, sogar in den Kombi-Kofferraum bekommt man die Maschine auch wunderbar rein. Erstmal vorab. Ich habe bereits schon zwei Videos über die SkyTeam Gorilla gedreht, und zwar einmal das sogenannte Unboxing, wo ich sie zusammensetze, und das zweite über die Zulassung, weil das ECE-Papiere sind, wie das alles funktioniert. Und in diesem Video seht ihr jetzt, was in den 10 Monaten oder fast 11 Monaten mittlerweile ich für Erfahrungen gesammelt habe über die Maschine und was mich stört und was mich nicht stört. Und aktuell sieht die Maschine so aus. Was bedeutet es, dass es so auseinandergebaut ist? Ist sie vielleicht defekt? Nein, defekt ist sie nicht. Ich habe lediglich den Tank runtergebaut, weil ich den Tank, ich habe vor kurzem einen Pinstripper da gehabt, der hat mir auch den Tank der Gorilla Pin gestrippt, weil ich hatte den ja relativ nackig gehabt. Ich habe bereits im ersten Video die SkyTeam Aufkleber entfernt, weil die sich teilweise abgelöst haben. Und jetzt habe ich die Gelegenheit ergriffen, habe den Pinstriper den Tank mitgegeben und er hat mir den Tank bemalt. Und deswegen fehlt der Tank aktuell an der Maschine. Und was ist mir dabei aufgefallen, als ich den Tank demontiert habe? Vorher habe ich das nicht gesehen. Und zwar, das zeige ich euch. Also irgendwo muss es ja Qualitätsunterschiede geben. Und zwar, hier seht ihr, dass der Sitzbank an einer Stelle, also ich hebe jetzt mal meinen Finger eben dran, dass ihr seht, wie groß das ist ungefähr, anfängt einzureißen. Das ist einfach ein Verarbeitungsfehler, sage ich jetzt, weil die Kante hier relativ scharf ist und das Material relativ gespannt wird, hier genauso. Und am Tank sieht man genau hier auch Reibstellen. Es geht nur nicht runter auf die Grundierung, aber es ist halt da. Hier seht ihr auch, dass die Sitzbank eingerissen ist. Mag vielleicht auch an meinem Gewicht liegen, weil ich bin nicht besonders leicht. Aber die Sitzbank, die schwächelt schon ein bisschen. Und das schon nach 10 Monaten. Also das ist, ja, Armutszeugnis will ich es nicht nennen. Aber es ist schon relativ schwach, weil ich habe auch Motorräder, die sind 30 Jahre alt. Und da sieht die Sitzbank aus wie neu. Und hier nach den paar Kilometern müsste es eigentlich nicht sein, dass die Sitzbank schon einreißt. Ansonsten kann ich eigentlich nichts Negatives über die Maschine sagen. Also es gibt eine Sache, die hat mich furchtbar gestört. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich das gefunden habe, was da los ist. Aber auf die Sache komme ich später zu sprechen. Aber es ist auch so, dass man die 1400 Euro gegen 4000 Euro halt merkt. Das sieht man hier zum Beispiel, der Griff, der ist extrem einfach gebaut. Also das findet man selbst bei irgendwelchen Baumarkt-Modern-Bikes, höherwertige Griffe am Lenker. Das sind jetzt auch wirklich nur Kleinigkeiten. Die Bremspumpe, die sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. Ist alles so ein bisschen, naja, das will ich auch irgendwann mal noch schwarz machen. Umgebaut habe ich an der Maschine so gut wie nichts. Ich habe lediglich den Fersenschutz an der anderen Seite schwarz Pulver beschichten lassen. Da habe ich die Gelegenheit ergriffen, weil halt gerade der Pulverbeschichter Teile gesammelt hat. Und habe ich das mit beschichten lassen, weil das habe ich ja schon im ersten Video gesagt, dass mich das ein bisschen stört. Genauso wie die chromen Dämpfer, die haben sich in das Gesamtbild nicht so ganz eingefügt. Bei den Dämpfern werde ich noch schauen, was es da gibt. Die sind ja auch ganz einfach gemacht. Was an der Ansicht vielleicht noch interessant ist, ist, wie der Rahmen aufgebaut ist. Ihr seht, es ist oben eine relativ gerade Linie. Das verspricht, dass man jede Menge Umbauen an dem Teil machen kann. Also ich kann mir da sehr viel vorstellen. So ein Mini-Coffee-Racer, Scrambler könnte man draus, ja, so ein halber Scrambler ist es ja schon. Aber in so ein Scrambler könnte man draus bauen. Man kann eigentlich ziemlich viel
mitmachen, wenn man die Sitzbank, die ist ja original relativ hoch, ein bisschen abpolstert oder eine andere Sitzbank drauf macht und vielleicht einen anderen Tank, kann man mit der Maschine eine ganz andere Optik erreichen. Wobei in dem Fall würde ich den Lenker nicht umbauen, weil der Lenker die Funktion, dass man den Lenker runterkippen kann, die finde ich so geil, das würde ich auf alle Fälle lassen. Die Maschine ist relativ einfach aufgebaut, das erleichtert natürlich die Montage und Demontage von irgendwelchen Teilen, wie hier auch der Tank. Hier ist der Kratzer, den ich gemeint habe von der Sitzbank, auf der anderen Seite ist noch nichts. Das ist halt ein Manko, nach 10 Monaten Nutzung sollte das nicht sein, weil das wird nicht lange dauern und dann wird hier das blanke Metall durchleuchten. Was ich positiv finde, ist, wie einfach sie aufgebaut ist. Die wirft wirklich nirgends Fragen auf, wie jetzt was abmontiert wird oder so. Das geht alles relativ zügig, vorausgesetzt man hat vorher schon mal geschraubt. Dann kann man sich das meistens erklären. Schon ist die Sitzbank drauf, jetzt müssen noch die Schrauben hier angezogen werden. Hier kommt ein Stehbolzen durch und die Mutter auf der anderen Seite. Und schon ist die Sitzbank montiert. Jetzt fehlt noch der Seitendeckel. Der Tank war jetzt beim Pinstriper und hat hier ja auch ein paar Linien reingezogen, aber das ist nicht das Hauptsächliche, es geht hier um das. Sieht aus wie ein Aufkleber, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass das mit dem Pinsel gemalt ist und das geht schon ein bisschen übers Pinstripen hinaus, also das ist schon richtig heftig, sowas mit dem Pinsel hinzubekommen. Natürlich, ob einem das gefällt, ist Geschmackssache. Ich finde es sehr passend zu der Maschine, weil sie ja eine Gorilla ist. Und als Gegensatz zur Monkey finde ich das Ganze ganz witzig. Aber das ist natürlich sicher eine sehr aufwendige Arbeit. Aber dazu hat er ein Video gemacht, das verlinke ich jetzt gerade mal hier oben. Und das könnt ihr euch anschauen. Ich habe mir ja lange Zeit gelassen für das Review. Und das nicht ohne Grund, weil es gibt schon ein paar Sachen zu bemängeln. Ich fange mal mit dem einfachsten an, bis hin zum schwerwiegendsten, was für mich schon fast ein Dealbreaker ist. Nummer 1, oder die drei ersten Punkte, die hängen eigentlich unmittelbar zusammen. Das ist der fehlende fünfte Gang, 8,5 PS und die Spitzengeschwindigkeit. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, die 8,5 PS langen nicht an dem Moped. Die langen schon, also die geht hoch. Wenn man nicht aufpasst, da braucht man sich nicht mal nach hinten zu lehnen, wenn man das Gewicht nicht aufs Vorderrad verlagert und bei Vollgas gibt, dann geht die auch im zweiten Gang hoch. Die 8,5 PS langen vollkommen. Nur finde ich halt für einen 125 Kubik Motor, andere Hersteller in anderen Mopeds, die holen da wesentlich mehr raus wie 8,5 PS. Wird vielleicht auch so ein Sicherheitsding sein, aufgrund von der Bauform, weil sie dann halt noch gefährlicher wird, aber 8,5 PS sind halt wirklich wenig für 125 Kubik. Aber sie würden genügen, um das Moped über 100 km/h zu beschleunigen. Und das ist das Zweite, was mich stört, der fehlende fünfte Gang. Weil dadurch hat man vom Übersetzungsverhältnis halt eine Spitzengeschwindigkeit von so 83 km/h und es langt manchmal nicht, um im Verkehr mitzuschwimmen. Gerade wenn man auf der Landstraße unterwegs ist, würde ich mir so 100 km/h Spitze wünschen, dann kann man besser im Verkehr mitschwimmen. Aber das sind jetzt die harmloseren Kritikpunkte. Der nächste Kritikpunkt, das muss man halt auch immer im Verhältnis zu der Anschaffungskosten setzen, sind die Verarbeitungsqualität an manchen Teilen. Ich habe vorhin euch den Kupplungshebel gezeigt und die Sitzbank, dass die nicht so ganz tolle sind. Und das waren aber auch eigentlich die einzigsten zwei Teile, wo ich jetzt direkt bemängeln würde, weil der Rest ist soweit für den Preis wirklich okay, ist wirklich ein guter Deal. Ein weiterer Kritikpunkt ist auf jeden Fall der zweite Gang, gerade wenn das Getriebe kalt ist, ist der ziemlich zickig, geht ziemlich schwer rein. Ich habe da mal selbst im Internet nachgeforscht und das einzigste, wo das rausgelaufen ist, war, dass die Fertigungstoleranzen doch relativ hoch sind und dass deswegen der zweite Gang halt gern mal rumzickt bei der Skyteam Gorilla. Stört, auf alle Fälle stört es. Dann ist da noch ein Vibrationsgeräusch, das manchmal entsteht und ich habe das erst falsch diagnostiziert, weil ich gedacht habe, da rappelt der Kupplungszug irgendwie von innen an den Tank, also von unten an den Tank, aber tatsächlich kommt das Vibrationsgeräusch innen aus dem Tank. Und da hatte ich auch schon mal E-Mail-Verkehr mit jemandem, der genau das Problem hatte und auch schneller identifiziert hat als ich.
und hat geschrieben, glaube ich, dass die Rücklaufleitung von innen an den Tank schlägt. Das ist natürlich auch ganz schlecht. Das habe ich bis jetzt noch nicht behoben. Ich blende euch mal kurz eine Szene ein, wo er das hört. Kommen wir mal zu den zwei Punkten, wo ihr genau für euch bewerten müsst, ob das ein Dealbreaker ist. Punkt Nummer 1 ist das geringe zulässige Gesamtgewicht. Wenn man das zulässige Gesamtgewicht sieht und das Leergewicht von der Maschine, darf der Fahrer maximal ein Gewicht haben von 81 Kilo. Also dürften die meisten gar nicht von uns offiziell mit der Maschine fahren. Woher das rührt, ob das ein Fehler bei der Übertragung war in das EU-Recht, in die CEC-Papiere oder was auch immer, darüber streiten sie sich auch im Internet ganz heftig, also nicht ein deutschsprachiger, aber wenn man Englisch nachgoogelt, dann findet man solche Diskussionen öfter. Ja, kann man diskutieren, wie man will, so ist es in den Papieren eingetragen und wenn das ein Polizist ziemlich genau nimmt, dann hat man ein Problem. Und der letzte Punkt, der für mich ein Dealbreaker ist, ist der fehlende Ölfilter. Und das ist ein gravierender Punkt, ein fehlender Ölfilter. Das heißt, der Motor hat so eine Lebensdauer wie ein Mensch mit einem Leberversagen. Also gefällt mir überhaupt nicht, gerade als Schrauber überhaupt nicht, weil ein Ölfilter elementar für einen Motor ist. Und wie sie den einfach weglassen können, verstehe ich gar nicht. Manche Modelle haben da ein Sieb. Ich habe bis jetzt noch nicht mal das Sieb gefunden, also zumindest mal in der normalen Betriebsanweisung, die man mit dem Moped mitbekommt, steht nicht drin, wo das Sieb hingehört oder dass da ein Sieb drin ist. Da steht beim Ölwechsel einfach nur das Ölwechseln und nichts von wegen Filter oder sonst irgendwas. Also ein Ölfilter ist nicht vorhanden und das geht gar nicht, weil das wird die Lebensdauer von der Motor extrem verkürzen. Das sind die Negativpunkte. Im Gegensatz dazu steht halt wirklich der extrem günstige Einstiegspreis. Die Punkte müsst ihr alle für euch selbst bewerten, wie schlimm ihr die findet und ob das für euch jetzt ein Dealbreaker ist. Bei mir ist es jetzt wirklich so eine Sache, also hätte ich das alles im Vorhinein gewusst, wüsste ich jetzt nicht, ob ich mir die Maschinen kaufen würde, wobei ich eine ganz andere Motivation, wie ihr vielleicht da drin habt, weil ich ja darüber auch YouTube-Videos mache und Tests. Das ist dann was anderes, wie jetzt jemand, der sich eine Maschine kauft, nur damit Spaß zu haben. Ich bin jetzt schon die Maschine bei Schlechtwetterverhältnissen gefahren und auch bei Nacht. Ich denke, mittlerweile kann ich mir ein ziemlich gutes Bild von der Maschine machen. Allerdings ist meine Meinung trotzdem subjektiv. Und ich muss jetzt hier an der Stelle mal was raushauen, was so die Tests allgemein in YouTube angeht. Die ärgern mich halt immer zwischendrin, gerade so, das war auch schon mal Thema mit Nils zusammen, weil wir uns beide dasselbe Video-Equipment geholt haben, weil es jede Menge YouTuber empfohlen haben und wir fanden es beide voll scheiße. Nicht, weil wir falsch damit umgegangen sind, sondern weil es einfach scheiße war. Und jeder YouTuber hat es empfohlen und der Witz ist als bei solchen Sachen, dass ein Jahr später kommt dann ein neues Modell raus und dann fangst du an, ja, das alte Modell hat dann diese Probleme gehabt und diese Probleme und die sind beim neuen Modell alle beseitigt und das ist jetzt super toll. Und beim ersten Test vor einem Jahr vorher von dem alten Modell haben sie aber die Sachen gar nicht kritisiert und gar nicht erwähnt. Und das finde ich als ärgerlich. Dann gibt es halt auch noch solche Sachen. Als YouTuber, selbst als so kleiner wie ich, kriegt man manchmal Sachen umsonst zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel irgendeine Firma hat mich angeschrieben, wegen dem Batterientester hier, ich sollte mal testen und wenn ich ihn gut finde, soll ich ein Video drüber machen oder könnte ich ein Video drüber machen, unten verlinken in Amazon. Ne? Das ist soweit für mich okay, weil die haben geschrieben, wenn ich den Tester gut finde, dann kann ich ihn verlinken und wenn ich es nicht gut finde, dann soll ich es einfach nicht erwähnen oder so irgendwas. Haben bis jetzt nicht getestet, also ich kann nicht empfehlen oder auch nicht empfehlen, weil ich wundere mich, muss man erstmal gucken, was das Ding alles für Funktionen hat, weil das so dicke Kabel hat. Vielleicht kann man mit dem auch Starthilfe betreiben oder was auch immer. Keine Ahnung. Oder es ist auch ein Kapazitätsprüfer, dann braucht das so dicke Kabel. Aber habe ich noch nicht getestet. Auf der anderen Seite wird man ab und zu mal angeschrieben bei erfreulichen Sachen, zum Beispiel, das ist auch schon wieder länger her,
die haben gesagt, hey, wir machen da eine Zeitschrift, Ölfinger heißt die, und die haben mir mal 2 Exemplare zugeschickt zum Durchblättern und so. Finde ich ganz geil gemacht, die Zeitschrift, auch wie sie aufgebaut ist, mir gefällt die gut. Allerdings ist es auch subjektiv, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt rechtlich in die Kamera heben darf, aber das sind so Sachen, da mache ich gern Werbung dafür, allerdings werde ich dafür auch nicht bezahlt, und das ist ja das Gute dabei, wenn mir es nicht gefällt, kann ich mir es einfach verkneifen. Ne? Genauso wenig, wie ich für das Ding bezahlt werde, ich habe das nur kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Also immer aufpassen, weil ich denke halt, gerade größere YouTuber sind manchmal ein bisschen beeinflusst, weil sie sehr teure Sachen umsonst zur Verfügung gestellt bekommen und deswegen die Sachen auch positiv bewerten. Was ja bei mir auch irgendwie so ein bisschen der Fall ist, was gerade das Thema Twinbush angeht. Allerdings die Firma Twinbush, die Produkte, da gibt es auch nichts Negatives drüber zu sagen. Also ihr habt ja den Test gesehen oder das Video über die Bühne, die mobile, und sie hat schon einige Vorteile. Aber ich habe auch im Video gesagt, anstatt die würde ich mir eher eine andere holen, die günstiger ist, plus Montier- und Wuchtmaschine, weil ich das im Paket halt interessanter finde. Also immer bei YouTube-Tests ein bisschen vorsichtig sein. Da kriegt man manchmal halt Sachen angedreht, die sind nicht so astrein. Das Heft hier, das finde ich super. Ich verlinke oder ich schreibe mal die E-Mail-Adresse von denen unten, schreibe ich ins, in der Videobeschreibung. Und das kostet, glaube ich, das ist ja fast schon ein Buch, ne? Da sind mehrere Berichte drin über Motorräder und ab und zu auch über Fahrzeuge. Und ich schreibe es einfach mal in die Videobeschreibung, könnt ihr auf die Homepage gehen, vielleicht euch mal sowas bestellen, kostet 7 Euro. Ist empfehlenswert, muss ich jetzt mal sagen, mal umsonst ein bisschen Werbung machen für die. Und den Batterientester, den werde ich demnächst mal testen und werde es auch in dem Video einblenden und dann könnt ihr auch gucken, ob das Ding was taugt. Ich weiß allerdings akkuswendig jetzt gar nicht, was das normalerweise kostet. Kann sein, dass es so teuer ist, dass es doch nicht empfehlenswert ist. Ne? Wird man sehen. Gut, jetzt kommen wir zum Fazit. Helmfrisur. Naja, ich sollte nicht direkt in die Sonne gucken. Ist vielleicht angenehmer. So, hier jetzt. Ja. Was ist jetzt mein Endfazit? Für das Geld, was die Maschine kostet, bekommt man auf jeden Fall viel. Und wenn man jetzt so Quervergleiche zieht, ich weiß, das Thema darf man nicht vergleichen, aber wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den Preisen von E-Bikes, dann bekommt man sogar unheimlich viel für das Geld. Also ich finde, die Maschine kann man schon öfters nutzen, auch wenn man jetzt öfters mal einen Urlaub fährt, wie ein Wohnmobil oder so, und hat jetzt nicht den Platz, eine große 125er mitzunehmen, dann würde ich die Maschine vorziehen. Oder so wie ich jetzt mit dem T4 mal irgendwo hinfahren und die Maschine mitnehmen, dann T4 schlafen. Das geht wunderbar mit der Maschine. Also da war ich ziemlich glücklich in der Schweiz, dass ich sie dabei gehabt habe. Und sie ist halt kompakt und klein. Ein weiterer Vorteil ist halt, dass man sie relativ oft benutzt. Ich meistens halt nur für Kurzstrecken jetzt zum Beispiel. Wenn ich von mir zu Hause in die andere Werkstatt fahre, nutze ich sie. Oder wenn ich im Nachbardorf irgendwelches chinesisches Essen hole, dann nutze ich sie auch. Oder Döner oder so irgendwas. Für so Kurzstrecken, für schnell mal was zu erledigen, ist die Maschine ideal. Alles, was länger ist wie 20 Kilometer, naja, also da würde ich doch schon lieber, kann man eine 125er natürlich nehmen, aber dafür ist die dann doch schon zu kompakt. Also finde ich nicht das Ideal. Da wäre ich eher der Typ, wo sich eine 125er Duke holen würde oder irgendein Derivat, wo größer ist, und weil mit der Zeit wird es dann doch schon unbequem auf der Maschine. Wenn ihr bis jetzt das Video komplett durchgeguckt habt, habt ihr das Video über bestimmt gemerkt, ich habe ein Problem, eine klare Ansage zu treffen. Also auf der einen Seite finde ich es schon, wenn man den Formfaktor braucht, ein Wohnmobil hat und das Pro-Contra zwischen E-Bike und der Maschine abgewogen hat, dann ist es eine Empfehlung. Auf der anderen Seite, als einziges motorisiertes Fahrzeug, würde ich sie nicht empfehlen. Da gibt es interessantere 125er, und gerade jetzt um die Jahreszeit, wenn man da 500-600 Euro mehr ausgibt, denke ich auch, kriegt man ein wesentlich besseres Bike. Und das ist so ein bisschen jetzt wirklich das Endfazit von dem ganzen Video. Und ich bin froh, dass ich sie habe, sie macht Spaß, aber ihr wisst ja, ich habe mehrere Motorräder und ich kann mir immer vorher aussuchen, mit was für einem Motorrad ich momentan fahre und wo ich hin will und so weiter.
Und deswegen ist es bei mir halt wirklich eine andere Voraussetzung. Mit diesen Worten mache ich jetzt Schluss mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss.